In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man eine Multiple-Choice-Frage anlegt. Dazu gehe ich auch wieder in dem Punkt Kursadministration auf die Fragensammlung. Die Single-Choice-Frage aus dem vorherigen Video gibt es da schon. Ich erstelle eine neue Frage, wähle wieder Multiple-Choice, nenne die jetzt auch mal Multiple-Choice-Frage mit 5 Antwortmöglichkeiten. Und der Fragentext soll diesmal mal sein, welche Zahlen sind gerade Zahlen? Und es gibt auf diese Frage, obwohl es jetzt sozusagen 5 Antwortmöglichkeiten gibt, von denen auch mehrere richtig sein werden, trotzdem nur einen Punkt. Man könnte das auch auf mehrere Punkte erhöhen, wenn man möchte. Man kann allgemeines Feedback hinterlegen. Und jetzt wähle ich eben aus, sind mehrere Antwortmöglichkeiten erlaubt. Die sollen auch wieder gemischt werden. Die brauchen nicht nummeriert werden. Und die Antwortmöglichkeiten, die es jetzt hier mal geben soll, sind die Ziffer 1 oder Zahl 1, 2, 3, 4 und 5. Und von denen sind natürlich jetzt die Zahlen 2 und 4 gerade. Und deshalb gibt es auf die beiden Möglichkeiten jeweils die Hälfte der Punktzahl, nämlich 50%, und auf die anderen Antwortmöglichkeiten keine Punkte. Mit Änderungen speichern kann man das Ganze abspeichern. Und dann können wir auch hier diese Frage mal in der Vorschau uns anschauen, so wie die aus Studierendensicht aussehen würde. Die Frage ist jetzt eben, was sind gerade Zahlen? Welche Zahlen davon sind gerade Zahlen? Die sind auch wieder gemischt. Und jetzt sind hier eben andere Checkboxen, von denen man auch mehrere auswählen kann, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Wenn ich mal die richtigen Antwortmöglichkeiten wähle, 2 und 4, und das prüfe, dann sind diese Antwortmöglichkeiten richtig natürlich und werden auch so bewertet. Und wenn man nochmal beginnt und zum Beispiel mal, naja, jetzt nur die 1, die 5 und die 3, genau die falschen Antwortmöglichkeiten auswählt, dann steht, die Antwort ist falsch, die richtigen Antworten sind 2 und 4. Entsprechend würde es darauf jetzt auch keine Punkte geben. Und wenn man mal zum Beispiel die 1 und die 2 wählt, eine richtige und eine falsche Antwort, und das Ganze testet, dann steht da, die Antwort ist teilweise richtig. Man würde jetzt eben die Hälfte der Punktzahl bekommen für die eine richtige Antwort, aber auch keinen Abzug für die falsche Antwort. Und so funktionieren Multiple-Choice-Fragen im